Die drei Fragezeichen, Kids. Oh, oh. Auf geht's. Kaufen nochmal ein bisschen was. Wir schränken ihn nochmal ein bisschen ein. Da. Mach hier die zwei dicht. Kommt geil. Wir müssen aber auch noch laufen, gell? Und nach oben noch ein paar Büschen. Nicht Einser, nicht Einser. Einser ist okay, wenn er Einser würfelt. Dreier sind schlimm. Ja, aber wir müssen auch noch irgendwo laufen. Achso, wir müssen dann Zweier, da auch Zweier, Dreier, Einser können wir hier hin und machen wir hier heran. Ja. Dann auch? Ja, natürlich müssen wir dann auch aussetzen. Ist ja doof, wir haben so viel Scheiße gegeben. Jawoll! Wie heißt die verstorbene Künstlerin im Mysterium das Auge des Drachen? Oh fuck. Martha Lake. Null Ahnung. Martha Lake ist es. Ja. Jawoll. Und jetzt kommt Kagine. Ja, egal wohin geht. Ue, du Loser. Oh, jetzt müssen wir aber erstmal dahin kommen, wo er steht. So schlecht. Oha. Komm, eine 3 bitte. Ja, müssen wir dahin. In welchem Fall von den Dreier gibt Peter einen Fall auf, weil er der Auftraggeber unglaublich. Ah, das ist Poltergeist. Da will er zur alten Oma nicht mehr gehen, ist mir da ja suchen. Die habe ich erst vor 2 Tagen ein paar Mal gehört. Genau. Nein. Nee, dahin. Weil, wenn ich jetzt dahin gehe, dann haut er in die Richtung ab. Wenn er wieder dran ist. Mhm. Fall ist. Was? Welche Art Rätsel müssen sie im Haus des Schreckens? Ah, ich weiß es, Sluxy over and out. Was? Anagramme gehören zu den kompliziertesten. Nein. Nee, nee, nee. Scheiße. Die vielen Gemälde im Haus bilden ein verkacktes Bilderrätsel. Nein, 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 das stimmt nicht. Aber Anagramm, 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 mit Ambigramm, Anagramm. Ich sag Anagramm. Ja! Prima! Da das kann die Konko. Anakonikovagramm. 2. So. Überraschung! Was? Rache des Tigers! Wey! So, Eugene! Lauf! Himmel! Ja, aber jetzt kommt er immer weiter. Wie heißt im Fall Geisterstadt mit dem Michael Ohms ein größter Erfolg hatte das Spiel? Oha. Damine erinnert mich gar nicht an den Namen. Verzeiht! Meldet uns die Lösung an @de. An @de. Programmine. Hey, hey! Messer scharf recherchiert, na klar. Yeah! Okay, wir haben ihn an Eiern. Jetzt müssen wir nur noch. Außenverkehr gezogen! In welcher Hörspielfolge wurde plötzlich aus der 13 an 31? Hä? Nein. Spuk im Hotel ist lustig. Keine Ahnung. Das war Bocker. Hab ich auch noch nie gehört. Die 7 Tore habe ich zu wenig gehört. Super Bocker. Jetzt haben wir ihn gleich, jetzt haben wir gleich eine 2 und das war's. Ja, Eugene, wir haben dich. Für welche. Ah, das dürfen wir nicht verbocken. Aus der Welt der drei stand der Sprecher von Victor Eugene ebenfalls vor dem Mikrofon. Oh nein! Kenneth und Patrick! Wee! Sehr gut kombiniert. Da geht die Party ab! So, du hast das Quiz und somit diesen Fall überstanden. Kommen wir nun zur Auswertung. Wir wollen doch mal sehen, was für eine Art Detektiv du geworden bist. Und ob du für mich und die Gemeinde Rocky Beach ein wertvoller Juniorassistent werden könntest. Guter Detektiv. Da gibt es nichts zu meckern. 3 von 10 von was auch immer. Schlechter Detektiv, da gibt es einiges zu meckern. Ja. Nochmal so als Abschluss. Ja, mit diesem tollen Lied verabschiedet sich auch der Sluxy und der Kaiser Katana. Bis zum nächsten Mal.
Kaiser Katana und Sluxy Overhand. Ja, Sluxy Ende. Sluxy Ende. So.